Moin und willkommen zu einer weiteren Folge bei Cecil Green. Ja, heute möchte ich euch mal einen Schuh vorstellen, einen Schlüpfschuh, einen Schlüpfstiefel genauer gesagt, der für mich so eine 3-in-1-Kombination perfekt widerspiegelt. Sowas hatte ich lange gesucht. Vorab noch mal einmal der Hinweis, na klar freue ich mich sehr, wenn ihr mich hier abonniert oder auch die Webseite www.cecil.green besucht. Dort im Blog findet ihr auch noch viele spannende weitere Artikel rund um die Themen Jagd, Natur und Outdoor. Und ja, schaut vorbei, lasst ein Abo da, ich freue mich sehr darüber. Kommen wir nochmal zurück auf die Stiefel und einmal kurz die Geschichte dahinter. Ich habe, wie man es denn so häufig macht, natürlich in vielen guten Outdoor- und Jagdgeschäften nach so einer eierlegenden Wollmilchsau quasi gesucht, bin aber irgendwie nie so ganz so recht fündig geworden für das, was ich gebraucht hatte. Ich hatte auch klassische Schnürstiefel, die auch trotz, sag ich mal, guten, namhaften Herstellern irgendwie mit der Zeit und trotz sorgsamen Umgangs undicht wurden. Das liegt natürlich hieran, dass du bei Schnürstiefeln logischerweise hier vorne die Schnürsenkel hast und damit eine potenzielle Wassereintrittsstelle, sodass ich auch bei starkem Regen, wenn dann von der Hose halt das Wasser runterläuft, ich hier dann irgendwann, ja, das Ganze dann doch nass hatte. Sodass ich jetzt nach einer Alternative gesucht habe, einen Stiefel, der wirklich dicht hält. Und ja, wie ich gerade schon sagte, manchmal muss man auch über den Tellerrand schauen. Ich habe weder im Jagd- noch Outdoor-Shop, sondern im Professional-Bereich, also sprich für Workwear, für Arbeitskleidung, Arbeitszubehör, diese schicken Stiefel hier gefunden. Die sind von der Firma Elten, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Da kann sich jeder jetzt selber denken, wie man es nennen will. Ich nenne es jetzt einfach mal Elten. Von der Firma Elten den sogenannten Rigger Boot gefunden. Ich finde ihn, ja, totschick, ist für mich die perfekte Kombination eben aus Jagdstiefel, aus Outdoor-Naturstiefel und auch in gewisser Weise für Freizeit- und Wanderaktivitäten gedacht. Für mich das Wichtigste ist eben, dass er wasserdicht ist, deswegen das perfekte Wetter für diesen Review und das ist er zu 100%. Das Leder ist wirklich klasse und top verarbeitet, das heißt, es gibt hier, ja, die Nähte, die können gefettet werden, es gibt hier aber keinerlei Stellen, die irgendwie offen sind. Vielleicht kennt ihr die Blundstone-Stiefel auch, sind ja auch Schlüpfstiefel, finde ich auch super klasse, die haben nur und deswegen sind sie für mich rausgefallen hier als ja, quasi Universalschuh an den Seiten, dass man eben besser in den Schaft reinkommt. Hier die, so eine Gummi-Applikation, dass man eben leichter reinschlüpfen kann. Hier war es nun mal so, dass das eben aber dann logischerweise, da es hier runter geht, Wasser reinlassen würde. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, der ist wirklich super proppendicht. Läuft sich absolut bequem, hat eine wirklich sehr, sehr bequeme Sohle. Ich kann mal einmal kurz rein filmen. Es ist auch hier, ja, leicht gefüttert, das heißt also auch, du hast dort ein angenehmes Klima, auch bei kälteren Temperaturen. Ich selbst habe ihn bis knapp an die 20 Grad sogar getragen und muss sagen, super, super in Ordnung. Da kriegst du jetzt nicht riesig den Schweißfuß, wobei das natürlich subjektiv ist, das mag jeder anders empfinden und anders schick finden. Wie gesagt, läuft sich super bequem, habe also dort auch schon längere Touren mit, sowohl im Revier als auch aber eben mal freizeitmäßig für eine Wanderung oder so verbracht, ist echt, echt klasse. Ja, was ist er? Er ist, wie gesagt, ein Arbeitsstiefel, deswegen bringt er noch ein paar Sachen mit, die man sonst normalerweise bei Jagd- und Outdoor-Stiefel nicht findet, die ich aber gar nicht mal so schlecht finde. Er hat eine stich- und schnittfeste Sohle. Das heißt also, gut, für ein Arbeitsumfeld bedeutet das natürlich, dass man sich da keine Nägel oder dergleichen reintritt. Kann aber auch eben Vorteile im Revier bieten, wenn du zum Beispiel, klar, Dornhecken und dergleichen sollte jeder Schuh aushalten, aber du gehst mal über einen Stacheldrahtzaun oder willst mal einen Stacheldrahtzaun runtertreten oder auf einer Wanderung bei ganz spitzen Steinen, ist einfach eine klasse Sache. Trotz dieser Schnittschutzsohle, die ist aus Kevlar, also nicht irgendwie aus Metall, sondern aus Kevlar, bleibt das Fußbett eben super beweglich. Das heißt also, du hast da jetzt nicht so ein starres Brett, auf dem du gefühlt läufst. Er hat dann dementsprechend auch, und das ist wirklich eine Stahlkappe, also auch vorne, dass deine Zehen geschützt sind, wie es sich für einen Arbeitsstiefel gehört, kann aber auch, wie gesagt, nur Vorteile haben im Alltag, ohne eben den Komfort einzuschränken. Ansonsten, da gibt es noch eine Reihe von EN-Normen, Zertifizierungen, hast du nicht gesehen, das würde ich alles jetzt nochmal im Blog bzw. hier in dem Videobeitrag ergänzen für diejenigen, die es interessiert. Ich packe auch nochmal einen Link rein, wo man denn, wer Interesse hätte, da so einen Schuh erwerben könnte. Wie ich schon sagte, die Sohle ist super bequem, bietet, je nachdem welche Größe man bestellt, dann auch noch Platz. Oh, kann man hier reinfilmen?
ein bisschen dunkel. Jedenfalls bietet auch noch Platz potenziell für eine Einlegesohle, wer zum Beispiel irgendwie eine Gelsohle oder sowas lieber mag. Aber für meine Verhältnisse möchte ich sagen, ist das absolut ausreichend. Da muss nicht noch eine extra Sohle rein, den finde ich so super bequem. Ja, an was ist noch zu denken? Finde ich sehr, sehr praktisch. Er hat hier oben zwei Laschen, das heißt, damit kann man besser reinschlüpfen. Der Schaft ist, wie gesagt, fest. Der hat jetzt keinen irgendwie Dehnungsgummi oder so an der Seite. Was zur Folge hat, das muss man natürlich beachten, dass er oben ein bisschen weiter ist, sodass man dann eben auch bequem ein- und aussteigen kann, an- und ausziehen. So heißt es ja eigentlich richtig. Ihr wisst, was ich meine. Nur, wenn ihr den... Und das macht ja auch nur Sinn bei Regen, logischerweise, die Hose drüber stülpen wollt und nicht rein, weil sonst habt ihr das ganze Wasser im Schuh. Also wenn ihr die Hose drüber stülpen wollt, müsst ihr nur darauf achten, er ist obenrum ein bisschen weiter, sodass man dann auch eine entsprechende Hose gerne tragen sollte, die untenrum ja auch genügend Platz bietet, dass man sie eben über den Schuh streifen kann. Ja, rundrum finde ich, ist es für mich eine perfekte Kombi. Nasse Füße, nie wieder seitdem vorgekommen, also wirklich zu 100% wasserdicht. Schick, das Leder ist wirklich auch echt Leder, nicht irgendein Imitat. Dementsprechend finde ich es sowohl von der Haptik, also es fasst sich super an, es sieht schick aus, es kriegt mit längerer Nutzung auch noch so eine schicke Patina, das mag ich halt besonders gerne bei Lederschuhen. Und für mich, wie gesagt, der Allrounder zum Outdoor-Stiefel, Outdoor-Schuh, Jagdstiefel und auch, ja, vielleicht jetzt nicht gerade fürs Büro und die Freizeit, aber so für einen Sonntagsspaziergang mal mit der Family und Hund absolut auch zu gebrauchen. Ja, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas noch wissen wollt, stellt sie super gerne. Ich versuche sie natürlich wie immer alle zu beantworten. Fazit, wie gesagt, Daumen hoch, top Schuh. Ich würde ihn auch nicht vorstellen, wenn ich nicht davon selber überzeugt wäre. Das müsstet ihr ja auch mittlerweile wissen, dass all die Dinge und Themen, über die ich berichte, auch erprobt und für gut befunden sind. Von daher, das kann ich hier wärmstens und guten Gewissens empfehlen, diesen schicken Stiefel, Schlupfstiefel, wie es ja korrekt heißt. Und ja, wie gesagt, guckt euch den mal an, wenn ihr sowas sucht. Ich kann hier nur sagen, ist eine gute Entscheidung, da könnt ihr nicht viel mit verkehrt machen. Und ja, ansonsten meldet euch, wenn Fragen sind. Bleibt gesund, bleibt munter und bis zu einem der weiteren Videos, die bestimmt bald kommen werden.